Willkommen zurück. Okay. Bei Death Stranding. Wo? Pff, ja. Wir sind hier. Irgendwo. Nördlich von Edge Not City sind wir. Das heißt, dass da hinten ist irgendwie Edge Not City, oder was? Ich mag dich nicht mehr. Du bestehst da so dämlich drauf. Ich mag das nicht. Also jetzt haben wir ganz Amerika hier connected. Jetzt passiert irgendwas Gefährliches. Jetzt gleich werden wir sehen, Die Hard Man und Hicks spielen zusammen. Jetzt kommt so ein endlich. Nur ha 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 ha. Mein Ziel ist erreicht. Nur ha. Nein. Ferngezündete Granatenwerfer. Da sind GDs. Okay. Und Regen. Puh, okay. Sam, you've made it as far as Bridges 1 ever did. We never pushed further west. Frankly, it's a miracle we kept that distro center running. Anyway, you're almost at Edge Not City. Your final destination, where Amelie should be waiting. Smile, Sam. Only one more knot to go. One last time to put that Cupid to use. Though you'll need another component to finish the job. Natürlich. Regardless, the nationwide network will serve as your ticket home. Just bear in mind that by bringing Edge Not online, you'll likely be revealing Amelie's location to Higgs. You'll need to get to her before he does. Head to your private room and get your gear sorted. When you're ready to go, we'll give you what you need. Make sure not to leave the distro center without taking the order. Hier springen mal vorsichtshalber nichts hier gerade. Was ist eigentlich mit Die Hard Man? Hast du irgendwas Neues rausgefunden? Hard Man? Dead Man meinte ich. Dead Man und Hard Man? Keine Ahnung. Sam? Are you there? Emily. Can you hear me? Sam? Over here, Emily. The network's nearly complete. Just one more knot to go. And then America will be whole again. Did I ever tell you my real name? I wanted to. It's Amerigo. After Amerigo Vespucci, the man who discovered the continent. I thought it was Columbus. Except Amerigo was full of it. He lied. America is a lie. Emily. I'm on the beach, Sam. Our beach. The one where I was born. Higgs will never find me here. He can't. So don't worry. Get the last Cupid to Edge Not City and finish what we started. I'll meet you in your room at the distro center when it's all over. There's something you need to know, Sam. I've kept things from you. Worn a mask for the longest time. Everything Higgs said about me is true. I could end it all. Us. Mankind. Extinction. That's what I am. How does that even mean? But it's not what I want to be. All I want is for you and me and everyone in this world to be whole. Promise you'll stop me.
Don't let me end it all. I'll be waiting for you on the beach. Amelie? Amelie? Und jetzt setzt er sich auch wieder hin und geht erstmal kacken. Gut. Erstmal duschen nach der Geschichte. Wir sehen ein bisschen dreckig aus. Na komm. Willst du mir jetzt erzählen, ich kann das wieder nicht überspringen? Ich weiß nicht, ob ich es überspringen darf. Ich könnte es jetzt überspringen, aber... Ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwas... Nein, da kommt nichts. So, ich muss auf jeden Fall nochmal im Stehen aufs Klo, weil muss eindeutig pinkeln. Das habe ich eben schon gesehen. Der hat eben schon einen halben Liter in der Blase. Mittlerweile sind das wahrscheinlich 13 geworden. Nicht die Figuren angucken. Ach, komm schon. Wisst ihr was? Weil wir es seit, ich glaube, gut 30 Parts nicht mehr getan haben, waschen wir uns doch mal die Hände. Das war nicht Hände waschen. So was nochmal. Das war auch nicht Hände waschen. Versuchen wir es. Nein, das ist auch nicht Hände waschen. Versuchen wir es nochmal. Auch nicht Hände waschen. Versuchen wir es mit rechts. Ich gebe es auf, glaube ich. Oder war es oben rechts? Was oben links? Unten links? Okay. Okay, dann eben nicht. Dann waschst du dir halt nicht das Gesicht. Ist okay. Ich hab verstanden. Du willst nicht, du kriegst nicht. Was wir jetzt natürlich tun. Wir gehen. Wahrscheinlich kommt jetzt auch noch mal eine kleine Katze hin. Von unseren Cornell, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Also ihm. Wirklich? Okay. Recycle. Könnte verhauen lassen, Schweber. Thank you. Reconnect the world. Aufträge annehmen. Puh. Mules nicht. GDs. Wetter.
Berge? Ne, was ist denn nochmal das dreieckige Dinge da? Diese Zickzack und anscheinend irgendwas. Und vielleicht soll ich dann doch noch hoher. Okay. Auftrag annehmen auf jeden Fall, ja. This is it, Sam. Edge Nut City. The last piece of the puzzle. You'll need more than just a qubit to link this one up, though. You'll also be required to supply a network activation key. Anticipating terrorist interference, we held on to it for safekeeping. It's been sitting in that distro center gathering dust until now. Collect it at the terminal and take it to Edge Nut City. Luckily for us, the automated systems at the distro center there still seem to be operational. So once the key is entered, it should automatically interface with the backbone network. A word of caution, Sam. The activation key has a unique identifier. If anything happens to it, you can't just print a new one. It's one of a kind, irreplaceable. And for the love of all that's holy, don't lose it. And don't go breaking it either. You hear me, Sam? If ever there was a delivery not to fuck up, it's this one. We're all counting on you. okay. Remote detonation grenade launcher. Launches explosive projectiles. As you may have guessed. Can be used in conjunction with a variety of rounds depending on your needs. And yes, said rounds are indeed detonated remotely and at your discretion after firing. Eigentlich will ich das nicht. Ja. Ich will mein Geländeskelett nicht mehr haben. Geschwindigkeit oder Kraft. Aber Geländer, wir sind nicht mehr im Schnee unterwegs. Geländeskelett ist eigentlich ziemlich unnötig. Kraftskelett? So viel Last habe ich nicht. Plattenpanzer brauche ich eigentlich auch nicht, wenn wir... Ist wirklich nur... Obwohl, das Kapitel heißt Higgs. Ich will mal nicht behaupten... Ein Granatwerfer müsste ich ja dabei, genau, müsste ich dabei haben. Okay. Mal gucken, wie schwer ich jetzt beladen bin, weil ich muss gestehen, eigentlich wäre eine Leiter auch nicht ganz dumm. Ich habe schon ein bisschen Gewicht dabei. Machen wir das Sturmgewehr beispielsweise. An den Werkzeughalter hängen. Die Kletterverankerung ist da. Achso. Natürlich. Nicht dumm. Ausrüsten. Geländeskelett in den privaten Spind. Dann ist das nämlich auch weg. Blutgranaten habe ich alle in der Granatentasche. Blutbeutel habe ich auch dabei. Geschwindigkeitsskelett habe ich an. Was doch eigentlich... Plattenpanzer habe ich auch an. Dann könnte ich gegebenenfalls auch noch eine kleine Leiter mitnehmen, oder? Ich nehme noch eine... Ich will nicht wieder... keine Ahnung. Ich meine, eine Leiter mitten in der Stadt? Eigentlich auch Schwachsinn, oder? Obwohl, ein Haus hochklettern? I don't know. Nee, nicht Material nehmen. So. Ups. Okay. Schauen wir uns erstmal an, wie das da draußen aussieht. Keep on
Mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Ich überlege gerade, ob ich eine Batterie mitnehme oder nicht. Also ob ich nochmal versuche, meinen Rucksack anzupassen, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich bin dafür zu faul. Ein Fahrzeug kann ich, glaube ich, tatsächlich gar nicht herstellen. Also ich kann weder eins herstellen noch Gemeinschaftskasten. Fracht nehmen. Cool. Aber ich habe noch so ein Sturmgewehr, das ist eigentlich ganz geil, ne? Ne, okay. Alright, you know. Come on. Wohin muss ich? Okay. Alright. Was erwartet uns? GDs? Maybe. Danke für die Brücke im Übrigen. Die hätte ich sonst wahrscheinlich irgendwie. Obwohl, ne, man kann einfach. Oh Leute, man kann einfach hier rüber gehen. Nevermind. Yep. Gittis. Was mache ich damit? Ich werde erstmal versuchen, da ohne. Entdeckt zu werden, durchzukommen, wie auch so. Achso, noch ist ja gar nicht. Noch ist. Jetzt, ja. Okay. Ich versuch's erstmal wie immer. Ich glaube, jetzt ist nicht mehr die richtige Lösung, sich davon entführen zu lassen. Ich könnte auch versuchen wegzurennen im Übrigen. Aber ich glaube, ich muss da ja hardcore durch. Okay. Ich muss da ja hardcore durch. Aber vielleicht hätte ich noch. Mir fällt gerade auf, eine Sache habe ich tatsächlich vergessen. Die eine wichtigste Lieferung, die auf keinen Fall kaputt gehen darf. Vielleicht hätte ich einen Reparaturspray mitnehmen sollen. Seid ihr? What the fuck? Nein, das ist nicht mit der Leiter, Mann. Okay. Was ist das? Ich meine, solange ich die einfach töten kann, ist alles gut, aber... Wie weit ist denn das weg? 600 Meter! Ach du Scheiße. Oh shit! Die kommen hier. Die kommen auf mich zu! Ich glaube, einer ist schon wieder mal in der Nähe, oder? Oh mein Gott, ich mag das gerade so gar nicht.
Ich mag das gerade gar nicht. Ich bin nicht angetan von dem, was hier passiert. Okay. Hi. Das Problem ist, ich hab nicht. Also, ich hab viel Schuss, ja. Okay, unter mir ist noch einer. Ich hab echt jetzt das Problem, ich hab kein Behälter-Reparaturspray. Vielleicht war das echt dumm. Ich hoffe, dass. Bis jetzt habe ich eigentlich nie wirklich eins gebraucht. Oh, Behälterschaden 0. Nevermind. Moment mal, das ist ein Netzwerkaktivierungsschlüssel und das sieht wie aus wie eine BB-Kapsel. Die Hard Man, was laberst du da wieder für eine Scheiße? Schnell umgucken, bevor ich krepiere. Nein, niemand. Okay. Was ist das hier? Ach, er hat hier unten hingepinkelt. Super! Hast du fein gemacht. Ist dann der Moment, wo man denkt. Was ist das für ein Schatten? Egal. Das ist ja der Moment, wo man denkt, ach, eine Leiter wäre vielleicht doch nicht gar nicht so schlecht gewesen. Aber ich habe eine Leiter, ne? Ich glaube, ich habe eine Leiter dabei. Ich glaube, vielleicht um... Oh, da kommt man rüber. Ich stuck hier gerade ein bisschen. Oh, shit. Hallo. Darkness, my old friend. Come to you again. Ich bin raus aus dem chiralen Netzwerk. Das ist, juhu. Toll. Oh, irgendwo ist einer direkt vor mir. Ich hoffe, du warst gemeint. Über mir auch. Hm? Ja. Wow, haben hier viele Leute hingepinkelt. Aber ernst? Shit, unter mir. Ich weiß nicht, was mich gerade erwischt, witzigerweise. Gold? Wieso sind die Gold? Wieso sind die Gold? Wieso sind die Gold? Geh weg. Wieso sind die Gold? Sind jetzt wieder normale GDs hier, oder was? Gerade echt keine Zeit für dich. Wo muss ich hin? Sind jetzt hier wieder normale GDs? Oder was war das jetzt? Weil das war doch gerade eindeutig ein normaler GD oder nicht. Ich hätte gern das Ding, was auch immer hier liegt. Ich hätte das gern. Das sind zwei Speichersticks. Ich hätte den gern. Dankeschön. Oh, okay, doch, immer noch, auch noch vor mir, okay. Ich habe fast das Gefühl, es sind jetzt noch normale GDs auch noch unterwegs. Hey, wie kann ich dich eigentlich... Ich weiß halt nicht, wie viele Schüsse ich für euch brauche.
mehr. Okay. Wir versuchen es mal auf die altbekannte Taktik. Weil ich habe jetzt keine Lust, hier meine ganze Munition zu verschwenden. Ich weiß, dass das Baby nicht so gut geht. Ich weiß auch, dass vor mir... Was ist das denn noch? I don't have time for this! Dafür. So, so leid es mir tut, da ich jetzt befürchte, dass wieder irgendwas passieren wird und der Part dann statt 25 Minuten 80 Minuten lang ist, machen wir einen Cut und wir geben beim nächsten Mal diese Aufgabe ab. Bis dahin, viel Spaß und Videos. Euer Hedi.